Ausharren, Beharrlichkeit, ist das etwa heilsrelevant? Muss ein wiedergeborener Christ Ausharren, Beharrlichkeit an den Tag legen, um gerettet zu werden? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Ausharren oder Beharrlichkeit, dafür gibt es im griechischen Grundtext 3, 4 verschiedene Begriffe, die aber alle letztlich dasselbe bedeuten. Ausharren bedeutet, im Leid, in Schwierigkeiten auszuhalten. Aushalten im Leid und in Schwierigkeiten. Ausharren ist also eine sittlich-moralische Eigenschaft, ein Werk. Steht dieses Ausharren in Verbindung mit der ewigen Erlösung? Definitiv nicht. Denn ein Gläubiger wird nicht gerettet durch Werke, auch nicht durch Ausharren, sondern durch Gnade. Es ist also Gnade statt Beharrlichkeit. Zweitens, Zugang zu dieser Gnade hat ein Mensch durch den Glauben an Christus. Es heißt also Glauben statt Beharrlichkeit. Und drittens wird ein wiedergeborener Christ, ein Kind Gottes, bewahrt bis ans Ende des Lebens. Es ist also Bewahrung statt Beharrlichkeit, Bewahrung durch Gott. Also Ausharren steht nie in Verbindung mit der ewigen Erlösung. Dennoch spielt Ausharren oder Beharrlichkeit eine große Rolle im Leben eines Gläubigen. Ein Gläubiger soll ausharren in den unterschiedlichsten Situationen. Zum einen soll er ausharren im Dienst, zum zweiten auch im Leid, in Schwierigkeiten ausharren, aber auch in der Gottseligkeit, in der Frömmigkeit ausharren. Das Ergebnis dieser sittlichen Eigenschaft des Ausharrens ist Segen. Segen auf der Erde, zeitlicher Segen, aber auch Segen im Himmel, ewiger Segen im Sinne von Belohnung am Richterstuhl Christi. Das ist das Ergebnis des Ausharrens, dass man die Verheißungen, die Gott dafür gibt, auch bekommt, schon auf der Erde, aber dann auch im Himmel am Richterstuhl Christi in Form von Belohnung. Das Gegenteil von Ausharren ist Aufgeben. Aufgeben im Leid, Aufgeben in Schwierigkeiten. Das heißt nicht, dass ein wiedergeborener Christ die Errettung verliert oder die Erlösung aufgibt, sondern Aufgeben bedeutet, der Christ fängt an zu hadern. Er fängt an zu hadern mit Gott, er fängt an zu hadern mit den Umständen und verliert dadurch den inneren Frieden. Das ist das Gegenteil von Ausharren. Ein Gläubiger gibt auf, das heißt nicht, dass er die Erlösung aufgibt, sondern er gibt den inneren Frieden auf, das praktische Vertrauen auf Gott in den schwierigen Umständen, das gibt er auf. Und das hat unterschiedliche Folgen. Und letzten Endes geht aber auch dann Belohnung verloren. Aber auch auf der Erde verliert er schon den inneren Frieden und stellt sich quasi damit auf den Boden eines Ungläubigen in praktischer Weise, auch wenn die Erlösung unantastbar bleibt. Kraft zum Ausharren gibt auch Gott, der Heilige Geist, der im Gläubigen wohnt. Auch das geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern letzten Endes ist auch da Gott die Kraftquelle des Ausharrens. Nun, wie ist Matthäus 24, Vers 13 zu verstehen als Exkurs? Wenn sie ausharren, bis ans Ende werden sie gerettet. Bezieht sich das auf wiedergeborene Christen? Müssen sie also doch ausharren bis ans Lebensende, um gerettet zu werden? Definitiv nicht. Dieser Vers steht in Matthäus 24. Matthäus 24 ist ein prophetisches Kapitel und bezieht sich auf die Zeit nach der Entrückung. Hier geht es um die Drangsalszeit. In dieser Zeit werden sich Menschen, insbesondere Juden, bekehren zu Christus, zu ihrem Messias, den sie ja jetzt verleugnen. Dann werden sie sich bekehren, aber diese gläubigen Juden in der Drangsalszeit werden dann aber auch massiv verfolgt werden, werden eine massive Verfolgung erleben und sie sollen ausharren bis ans Ende. Welches Ende? Es ist das Ende dieser Drangsalszeit, dieser siebenjährigen Drangsalszeit gemeint, denn dann wird Christus auf die Erde kommen, um die überlebenden Gläubigen in Empfang zu nehmen. Das ist die Rettung, von der hier die Rede ist. Also diese gläubigen Juden, aber auch andere Menschen, sollen ausharren in diesen Leiden und werden dann am Ende dieser siebenjährigen Drangsalszeit von Christus gerettet werden, indem sie ihm persönlich begegnen. Das ist hier gemeint und bezieht sich nicht auf wiedergeborene Christen, die ausharren müssen in Leiden oder bis ans Ende ihres Lebens, um dann gerettet zu werden. Das ist eine völlig andere Bedeutung. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.